Hallo und herzlich willkommen Yeah. zu Spyro Reignited Trilogy. Rift of Rage und wir machen jetzt entweder Kristallgletscher oder Skelos einüde. Was meinst du da? Ah, die Kristallgletscher. Oh ja, das denke Weil ich ich auch. glaube, die mochtest du nicht. Nö, ja, mal schauen. Du hast zumindest gesagt, du hast sie nicht so schön in Erinnerung. Hatte ich? Weiß ich nicht genau. Wir werden schauen. Böse Männer. Oh nein, ihr Plan ist fehlgeschlagen. So passiert das. Oh nein, die sind ja alle Die eingefroren. armen Männer. Ich glaube, Muss als ich hier gute auftauen? Drachen müssen wir ihnen helfen. Yes. Spyro, die Eiszauberer halten unseren Anführer, den Schamanen Tuk, gefangen. Kannst du ihn retten? Es ist dringend. Er hat unsere Karten für das heutige Hockeyspiel im Kolosstal. Ach so. Okay. Natürlich, das ist ja. Oh, er liebt mich. Okay, ich kann ihnen sonst nichts. Steig aufs Katapult, dann helfen wir dir über die Schlucht. Ja, alles klar. Ah, das ist nett von euch, Jungs. Das ist ein Dino-Knochen. Wow. Oh, das ist ein Dino. Mal gucken, mal gucken, die machen Schneeballschlag. Ja, das ist aber toll, ja. Schön zwischen den ganzen eingefrorenen Dudes stehen und dann Verzeihung. hier eine Schneeballschlacht machen. Was denkt ihr eigentlich, wer ihr seid, Easy. ey? Oh Gott. Ihr Doofmänner. Oh, die Flaschen hier. Das war erstmal die armen Leute Aber hier. Oh, schi. das hat mir Schaden Hast dir gerade zugefügt. selbst mit Schaden zugefügt. Ja, aber das passiert. Da ist ja noch so einer. Ja, das wird aber richtig easy. Was ist das denn? Kleine Schneebälle oder so. Sorry, kleiner What Mann, the du fuck? darfst leben. Mit dem Verlust deines Freundes für immer. Naja, nicht für immer, die kommen eh wieder. Ja, Sie das kommen Erste. wieder. Pass auf, wir helfen dir, die Wand da vorne hochzuklettern. Was? Okay, Iggy. Okay. Oh, hieß er Iggy? Oh. Ah, ich erinnere Ja, mich. Die ich haben denke das echt gemacht. Danke, ihr Süßen. Okay, lol. Aber was bist du? Bleib mir zu immer da hängen. Ah. So. Lalala. Ah, geh weg mir. Easy. Easy. Oh, da unten. Oh, Oder unten stimmt. bist Das war das tödlich. mit den Dings hieß. Oh, da muss ich erst noch fliegen können. Ah. Aua. Nein, du Scheißvieh. Okay. Also, was ist das überhaupt für Viecher? Die haben einen Ich langen habe keine Ahnung, ich habe schon. Eisnabel. Wow, okay, die können sowieso nichts. Ja, wenn du sie mit Feuer wegblastest, dann Ja, lassen ein sie. bisschen. Aber guck mal, wer da ist. Oh nein. Er ist überall. McMoney Sack. McMoney sagt. Oh Gott, ja. Nun sieht er nicht so schottisch aus, wie ich ihn in Erinnerung habe. Ja. Aua. Ey, was Das soll habe das ich jetzt denn? aber Ziel nicht suchen nehmen. Raketen oder was? Er muss hier die zwei Schneeballfäuste Verzeihung, ihr umlegen. kleinen Viecher. Aber so ist nun mal das Leben. Da musst du gegen die Wand laufen. Die Krö. Jetzt habe ich mir. Ja, Mensch, das war aber jetzt saudämlich. Hey, was bist du denn? Ist das ein Gegner? Nee. Ach so, das sind die. Okay, für. Oh, da musst du 18 Nein, nein, verbrennen. nein, tschüss. Nein, 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 Oha. tschüss. Tschüss. Das ist doch bestimmt eine Mission. Gibt's denn nicht Ja, erst ja. irgendjemand, mit dem du reden Also, ich musst, kann hier bevor du sowieso die. noch nicht durchfliegen, aber ich dachte mir, ich Okay. mach schon mal so ein bisschen. Ach so, die kommen immer wieder her. Okay. Hey. Diese ganze Okay. Gegend ist von fiesen Käfern befallen. Wenn du fliegen könntest, könntest du sie vielleicht verjagen. Okay.
15. Moment mal, Dings, weil da ist ja schon ein Schamane. Ja, das ist nur der eine da. Aber es ist ja nicht deren Tuk-Schamanen-Anführer. Wow. Ah! Oh Gott. Keine Ahnung, du spielst aber auch wirklich so risky, es ist unfassbar. Meinst du? Also, es ist easy. Kein Wunder, dass du dabei ins Wasser fällst. Und du hast nicht mal mit McMoney-Sack geredet. Das stimmt. Okay, mach ich gleich noch. Lass mich raten, der bringt dir das Fliegen bei. Oh, ich hab da eins vergessen. Nee. Das tut er nicht. Was er macht, ist irgendwas für das Level oder so. Okay, kann ich jetzt. Ja, so, damit du weiterkommst. Oh doch, kann ich nicht. Warte mal, hier, ich hab hier gerade. Da ist der Wirbelsturm. Ah, okay. Ich hab gedacht, du hängst jetzt irgendwie fest. Nee, das wäre. Kill noch da unten die Schneeballmenschen. Gleich. Ich könnte dir die Überquerung der Brücke ermöglichen gegen eine kleine Gebühr. 200 Edelsteine, du bist aber ganz schön geizig, Mann. Jetzt kann ich mir die Wohnung in Horikos leisten, die ich schon immer haben wollte. Na los, geh über die Brücke. Danke. Was? Wer hat das gemacht? Er kann das. Er weiß das. Also, wo waren die? Hier. Das ist kleiner Mann. Aber ist egal. Einer ist ja auch schon mal. Sorry, kleiner Mann, aber. Ach nee, der hat mir sogar einen blauen Schmetterling gegeben. Das ist super. Dann hab ich ja schon mal alles. Ja, gut, dann gehen wir mal die Brücke so, durch. Ja, über die Brücke. In die Brücke. Brücke! So. Klatsch und klatsch. Ich mag ja eigentlich Winterlevel. Ey. Ja, also ich bin jetzt nicht der größte Fan von Winterleveln, muss ich sagen. Oh. Aber ich habe jetzt auch noch keine richtig schlimmen gespielt. Oh. Der ist warum? Wieso? Du bist aber gegen ihn gelaufen. Ja, ich hab ihn so angerempelt. Eigentlich also, reicht das so. Hier, wenn ich sowas mache, so. Aua. Aber leider nicht. Tschüss. Die ist ja wahrscheinlich besser, einfach Feuer zu benutzen. Ja, eigentlich schon. Zack und zack. Den kann man schmelzen, den kleinen Bub. Den auch. Das kann man auch. Ja, das ist gut. Das hat jetzt Bumm gemacht. So. Jetzt haben. Da fehlt aber noch einer, den ich. Warte mal, da konnte man das hier machen, oder? Warte. Nee. Hä? Man konnte irgendwas mit diesen Dingsies machen, habe ich in Erinnerung, aber scheinbar nicht. Danke, Spyro. Halte dich. Ja, kein Ding, Oggi. Ach so. Achtung da unten. Die können richtig hoch springen. Was für eine Sprungkraft. Übermenschen. Das sind eigentlich schon. Irgendwie schon. Und dennoch brauchen sie irgendwie ihre Fell oder so. Warum haben sie das nicht von Anfang an gemacht? Die Deppen mich nicht rausholen, ohne einen tonnenschweren Schneeball auf meinen Kopf zu rollen. Nimm diesen Kristall. Ich habe dafür ein paar Hockeykarten eingetauscht. Ach so. Alter, hübsch. Tja, das war's mit den Hockeykarten. Heftiger Talisman. Danke, Mann. So, damit hat sich das erledigt. Haben wir schon 15 Leute umgebracht? Wie war das nochmal? Ja, 20 hier. Ja, gut, super. Ah, war irgendwo ein Portal? Ich habe mich gar nicht mitbekommen. Ja, doch, war hier. Da wo der andere Schamane war. Okay. Warte mal, hier unten. Ah, da drüben ist es. Genau, hier wollte ich nämlich hin. Ah, da ist noch was. Okay. Noch ein Schamane. Ja. Super. Hallöchen. So. Schneeleopard ist weg. Ich war angeln und als ich mich umdrehte, war er nicht mehr da. Oh. Hoffentlich haben die Käfer George nicht gefressen. Nein, wir müssen den Schneeleoparden George wiederfinden. Schön, dass der George heißt. Ja. Aber ja, guck mal, der ist bestimmt da nicht reingefallen oder so. Ah, guck mal, der ist er. Oh, George. George. Das ist ja ein kleines Kätzchen. Ja, das ist der kleine Mann. Süß. Was ist los mit dir, George? Weil George rennt orientierungslos durch die Gegend. Hin und her. Er weiß nicht, was er tut. Oh, wir haben alles gesammelt. Easy. Oh, okay. Wenn man bedenkt, wie viele Probleme wir bei der Wasserwelt haben. Okay, George, ich weiß, was du möchtest, aber
Du musst. Okay, ne. Hier, George, bitteschön. Ja, ich zieh ihn auf! Ich zieh ihn auf! Okay. So ein süßer Boy. Aber George ist noch hungrig. George will mehr. George will mehr. Wer ist hier aus dem giftigen lila Zeug, was? Ja, nee. Aus dem giftigen lila Zeug. Hier, George, nimm! Iss ihn auf! Ja, lass ihn rein! Bist du satt? Nein, noch nicht. Seine Gedärme zerknirschen auf deinen Zähnen. Hier, George, nimm ihn! Lecker. Der lebt noch. Ah, guck, er schnurrt. Süß. Okay, komm mit Georgie. Oh, guck mal. Hübsche Wandmalerei. Ja. Sehr hübsch. Okay, so, George, komm Art, mit uns. Ich bin kein Willenforscher. Ah, das ist supi. Jetzt beeil dich mal. Auf geht's. Wir haben ja hier nicht den ganzen Tag Zeit hier, Georgie. Ja, wir haben es fast geschafft. Hier hast du deinen Leopard. Du hast George gefunden. Ja. Zum Glück geht es ihm gut. Ich passe ab jetzt besser auf ihn auf. Ich habe hier dieses runde, glänzende Ding, das ich beim Angeln gefangen habe. Du kannst es haben. Danke. Ich mag dein Knochenornament auf deinem Kopf. Ich hoffe, es ist dir nicht zu schwer. Sogar golden. Nein. Tschüss, George, wir werden uns nie wiedersehen. Oh, schade. So ist das nun mal. George ist ein cuter Boy. Ja, ich mag George auch. Er hat so viel Charakter. Ja. Das vielleicht nicht, aber es. Doch, doch. So, dann machen wir so. Okay. Aha. Was? Wir wollen doch erstmal reden mit dem. Besucher durch diese Höhlen geführt. Aber jetzt vermehren sich hier die Käfer. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie unser ganzes Dorf überrennen. Kannst du sie vielleicht für uns verjagen? Aber klar. Toll! Aber denk dran, sie alle möglichst schnell zu fangen. Wenn dir welche entwischen, vermehren sie sich weiter. Alter. Oh. Nummer 4. Oh ja. Wappa. 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 Papa! Papa! Ey, fuck! Oh nein, du hast versagt! Hab ich das? Dann mehren sie sich weiter. Oh, ich bin scheiße. Und du hast wieder versagt. Das hab ich wirklich. Sie vermehren sich weiter. Du kannst direkt nochmal eine Runde fliegen. Eigentlich schon. Ich muss warten, bis die wieder existieren. Ja, die spawnen doch jetzt eher am Schluss alle wieder, also eigentlich kannst du schon loslegen, oder? Oh yeah, meinst du? Klar, die neu spawnen, wenn dann am Schluss. Ja, eigentlich schon, da hast du recht. Okay, dann machen wir mal hier so. Kaboom, kaboom. Die am Boden sind irgendwie fuck. Besonders schwer, du hast schon wieder einen übersehen. So, jetzt mach ich mir so schnell. Hoffen wir mal, dass es reicht. Komm her. Ich hasse mein Leben. Du hast ihn auch nicht getroffen. Das ist richtig, ich habe ihn nicht getroffen. Na. Okay. So. Also, mir war George sympathischer als die. Okay, jetzt musst du echt wieder warten. Ja, das ist jetzt nervig. Komm mal, da ist er schon. Ah, nee, ich mach's lieber später. Ja, guck, da kommen alle schon wieder. Okay, dann machen wir es gleich nochmal hier. Ekelhaft. Die sind das Einzige, was uns hier in der Welt noch fehlt, ne? Moment. Handbuch. Tatsächlich. Ja. Das ist ja easy. Wie viele Minuten haben wir? Aber guck mal kurz nach hier. Mhm, ja, wir haben noch, wow, 6 Minuten. Das ist ja easy. Ja, das ist machbar. Okay, let's go, Claudio. Na klar. Du bist der Speedjump. Wow, das war ja easy. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Oh, Alter, yes, leiden. Oh yeah. Ja, wir schaffen es wirklich immer ganz gut, pro Part eine Welt zu machen. Wow. Okay, los geht's. Oh, wait. Byro eignet sich, was? Der erste, der wird sich hier jetzt nochmal spawnen. Achso, so. Never mind. Okay, okay, gut. Komm her.
Spyro eignet sich relativ gut als Let's Play. Ja, nicht. So gut. Ach komm schon! Ich flieg da nochmal kurz durch. Ich meine, ich könnte einen Cut doch auch setzen. Mal in die andere Richtung fliegen. Das ist richtig eigentlich. Wer weiß, keine Ahnung, vielleicht. Fällt mir das einfach. Hilft es ja. Ja, gut, dann machen wir das dann mal so. I mean, why not? Oh, ups. Na. Das, was? Okay. Ja, vielleicht deswegen nicht. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Ja. Ja. Ich hasse mein Leben. Nee, nee. Okay, die andere Seite ist doch einfacher. Ich hab den kleinen Kerl da umgebracht. Hat er verdient. Hier ist irgendwie alles mehr verzweigt. Auf der Seite habe ich das Gefühl. Irgendwie. Oh Gott, vor allem wenn man so viel gemacht hat und dann, oh, muss man warten und warten und warten. Warum musst du so scheiße sein, hm? Ja, gut, dann machen wir. Warum gibst du ihm so eine Mission, Mann? So. Ja. So. Ja, die ich hab Boden den getroffen! Er das geht ist doch echt nicht wahr. Hä, wo sind denn die Leute? Lol. Die Leute. Ach Gott, ist das nervig. Der denkt sich auch, der ist toll. Was hast du dir, hä? Was ist das eigentlich mit dir? Ja, spring. Ah. Okay. So. Ich glaube, okay. Das passt jetzt wieder. Los. Zack. Zack. Okay, diesmal, komm. Ja, mit einer Menge Concentration. Oder auch nicht. Ich hab ihn getroffen. Ja, ich kann auch einfach für dich reden, dann kannst du dich voll konzentrieren. Ja, klar. Den Shit. Oh. Musst du nix sagen, wie zum Beispiel, scheiße, ich hab niemanden getroffen. Und dann musst du irgendwo gegen die Wand fliegen, um deiner Wut das wollte ich jetzt verleihen. Nicht. Und du wolltest gegen die Wand fliegen. Ah, warte mal, man konnte. Das will ich kurz was ausprobieren. Warte, man konnte das so machen, oder? Wow! Das wusste okay. Ich nicht, dass man das machen kann. Okay, so, dann machen wir nochmal. Diesmal wird das jetzt klappen hier. Sorry für jetzt die Verzögerung. Jetzt macht Claudio hier den Speedrun. Ich glaube, den habe ich gerade übersehen, oder? Er hat den ersten nicht getroffen, nee. Ja, aber das war. Danke. Okay, es fehlt nur noch einer und den habe ich ganz am Anfang getroffen. Jetzt, okay. Wir. Jetzt geht's aber. Richtig los. Jetzt ist richtig. Ja, okay, Claudio ist konzentriert dran. Ah, noch. Einen guten Run. Sind da oben den. Ah, wieder den getroffen. Läuft wütend zurück. Durch den einen zu treffen, hat es auch getan. Wird das zeitlich reichen? Die Bros hat er gekillt. Den da, jetzt hier unten. Jetzt muss er nur noch den Endspurt hinlegen. Komm schon. Yes! Oh, geht doch. Uns vor einem schrecklichen Schicksal bewahrt. Nimm diese Kugel als Zeichen unserer Dankbarkeit. Ja, danke. Danke. Das war bisher die schrecklichste Mission, die ich gemacht habe. Das stimmt. Ah. Also von allem glaube ich bisher das, wo du am meisten Versuche gebraucht hast. Ja, damit haben wir es und damit können wir ans Ende des Levels. Und dann schauen wir uns den Abspann an, dann haben wir den ersten Part hinter uns. Yeah, da müssten wir sogar ziemlich gut in der Zeit liegen. Yeah. Und übrigens, wir haben heute den 19. Oktober 2021. Und Claudio ist gerade gestorben. Alles gut. Nachdem er 100% des Levels abgeschlossen hat. Das passiert geil. Gerne mal. So. Hm.
Was? Ich weiß auch nicht. Was ist das für Idioten? Ja, das ist doch supi. Also ja, was wolltest du sagen? Nix, einfach nur, dass wir heute einfach nur einen Part aufgenommen haben. Ja, und damit war's das für heute. Wir haben das wunderschöne Level beendet und im nächsten Part gibt's dann dieses hier. Skellos Einöde. Ist auch ganz gut. Und danach gehen wir hierhin. Und erst dann gehen wir zum Windhafen. Ja, ja. Ich bin gespannt. Planschi. Na dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.